auf nach Caldera. Das ist der Plan aktuell. Ja, bin ja mit der PB. EOS. Da kann man die, kurz mal kurz die Lebensfähigkeit checken. Caldera 4%. Da habe ich eh noch ein bisschen was zu tun. EOS 100%. Eladen 87. Caldera 4. Na, hervorragend. Also nach Caldera möchte ich ganz gern. Kann ich mich nicht hier einfach exfiltrieren lassen? Das kann ich nur, wenn ich im Auto sitze. Und Autos gibt es ja hier nicht. Da müssen wir schnell reisen. Können wir schnell reisen zur Tempest. Da will ich irgendwas anderes hier gerade noch machen? Nö. Wir wollen nach Caldera. Ich immer Caldera eigentlich gesagt, statt Caldera. Wenn das die Mass Effect Polizei hört. Ich muss gerade ein bisschen hier rumwackeln, wie ist mein Gamepad. Die Schnur völlig verwurschtelt mit dem Rest hier. So geht's jetzt besser? Ja, ist auch besser. So! Den Planeten verlassen. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Danke, Sophie. Weiter. Jarl hat gesagt, er würde sie gerne sehen. Der Jarl besteht irgendwie drauf. Ja, ich will jetzt demnächst mal... Anomalie auf den Sensoren. Ich komme da demnächst mal vorbei bei Jarl. Der sitzt da irgendwie in seinem Zimmer und wartet. Aber oben rechts steht's hier. Zu den Reliktruinen auf Caldera. Ryzen. Vargavor kam nicht, irgendein Held der Kroganer. Held? Eher ein Idiot, mit sehr viel Glück. Vielleicht haben sie das System wegen des Nebels nach ihm benannt. Der Abschnitt da sieht ein bisschen aus wie ein Kroganer. Ich kann's nicht... Oh, jetzt sehe ich's. Aber man hat eben wieder ein bisschen gesehen, hier wie er schon wieder... mein blödes Gamepad, das kann nicht sein. Ich hab mir noch kein neues Gamepad gegönnt. Kosten ja auch Geld. Hab ich Geld? Nicht Dagobert Duck. Sind jetzt im Orbit von Caldera. Wie gerne ich auf einem Planeten leben würde mit so einer Aussicht. Irgendwie wäre es cool. Man so nach oben guckt und dann sieht es halt so aus. Wenn man noch so blind ist wie ich, dann sieht man die Sterne eh nicht so gut. Braucht man was Größeres, was man gut sehen kann. So, dann hier gleich Transitkonsole. Ich hätte jetzt Liam und Peavy mal dabei. Ach, das passt. Und mit den goldenen Nomad geht eh nichts. Laden Sie, Herr Computer. Danke. So, zu den Reliktruinen. So, gehen wir mal auf die Karte. Wo soll man denn da hin? Dahin. Kann man da irgendwo in die Nähe Chanel reisen? Hier ist das nächste, glaube ich, oder? Ja. Ist auch nicht so viel näher als das andere, aber trotzdem, aus Prinzip. Und dann Richtung Norden brettern. Bisschen näher ist es schon. Wo ist das Auto? Hat er die Handbremse wieder nicht angezogen? Überfahren. Das kostenlos mit dazu. Der Talent ist nicht so befriedet irgendwie, ne? Stress an jeder Ecke. Liam, wenn wir zusammen unterwegs sind, fällt mir auf, dass Sie häufig Positionen in Riders Nähe beziehen. Möglich.
Das kommt mir vor wie der bewusste Versuch, derjenige zu sein, der ihn beschützt. Er ist der Pathfinder. Machen Sie das auch, wenn Sie mit den anderen unterwegs sind? Eigentlich nicht. Verstehe. Okay, du bist eifersüchtig, oder was hier los? Ich muss hier mal rüberkämpfen. Ich gehe zwar nicht auf die Karte. Ich nehme den Weg mal so. Ohne die Karte. So. Wow. Sind wir auf dem richtigen Weg? Na, wenn das mal nicht die Konkurrenz ist. Sieht aus, als würden hier Banditen lagern. Banditen lagern? So weit kommt's noch. Wo sind denn hier Banditen? Rote Punkte auf der... Hey, Pathfinder, suchen Sie diese Ruinen hier? Nee. Bin durch Zufall hier vorbeigefahren. Ich war auf dem Weg zu McDonald's. Ja, gleich mal fangen wir mit dem an. Trennet glaubt nicht, dass wir sie besiegen können, aber das werden wir. Na, Adi? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Angreifen. Gleich meine Singularität auf den Kopf werfen. Schöne Beauty-Kombo auf den Kopf. Ja, wollte ihn auf die Füße schießen. Ha! Nein, Munition alle. Okay, suchen wir das Tech-Teil, das Pibi braucht. Ja, Sachen scannen. So. Tech-Teil suchen. Nee, dann durchsuchen wir das mal. Ich glaube nicht, dass wir es scannen müssen. Welche Behälter hier sind. Hier alles nicht, da oben. Hier wird's kälter. Hier wird die Anzeige besser. Vielleicht hier. Ich doch mal scannen. Überprüfe diesen Container. Leer. Aber da ist ein Datenpad. Scheint eine Nachricht für uns zu sein. Hoffentlich haben meine Jungs einen guten Kampf geliefert. Aber sie sind zu langsam, Pathfinder. Ich habe bereits, was sie suchen. Ich treffe sie und ihre Asari in Kildara Port. Sie können die Tech von mir kaufen. Ende. Ich brauche dieses Teil, Ryder. Dann haben wir jetzt wohl eine Verabredung mit einem nervtötenden Banditen, der sich für eine ernsthafte Konkurrenz hält. Aha. In Kildara Port. Na dann. Gucken wir, wie wir mit ihm verhandeln. Transitkonsole. Da wollen wir hin. Mal gucken. Jetzt lassen wir mal ein bisschen den harten Ryder raushängen. Wunder, dass es toxisch ist. Die Scheiße brennt. Eine exothermische Reaktion der Schwefelsäure beim Kontakt mit dem Wasser in der Atmosphäre. Das Wasser brennt. Natürlich ist das nicht, oder? So, mal gucken, was das für ein Typ ist, der uns hier
die Tech verkaufen möchte. Das lassen wir nicht mit uns machen. Man, der Shepard hat ja richtig aufgetrumpft. Aber der Ryder, das wird auch langsam. Der legt langsam zu. Der lässt sich hier nicht mehr alles gefallen. So, wo muss man hin, ist die Frage. Ich kann irgendwas scannen hier. Sag mir mal einen Scanner. Entspann dich, Costa. Sie wissen nicht, dass ich ein Bulle war. Jetzt bin ich keiner mehr. Kein Problem. Was? Kann ich mit ihm reden? Pathfinder, ich fühle mich im Moment ein wenig fehl am Platz. Und als Nebeneffekt hasse ich Ten viel mehr, wenn ich hierher komme. Das waren unsere Leute. Wir holen sie zurück. Wir haben die Aufgabe, Leute nach Hause zu holen. Und das gilt auch für Kadara. Freut mich, das zu hören. Sie wurden ins Nichts verbannt und haben das hier daraus gemacht. Sowas brauchen wir auf unserer Seite. Ja, das wird super. Am Ende sind alle wieder eine große Familie. Bis auf der Typ, der uns die Tech verkaufen möchte. Der nicht. Können wir gehen? Bitte. Wie schwer ist es noch jetzt, mit den Leuten zu reden? Warten Sie darauf, dass dieser Kroganer auftaucht? Ich muss ihm nur die Reltec abkaufen, damit ich meinen Reliktscanner perfektionieren kann. Er und seine Leute tauchen bei allen Ruinen auf, die wir durchsuchen. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke, sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen. Das ergibt Sinn. Trotzdem wäre es gut, wenn wir es mit Sicherheit wüssten. Ich arbeite daran. Ryder, bitte komm, wir haben ein Problem. Ich höre, Kello. Wir hatten hier einen Eindringling. Er hat sich an Bord und in Peebys Quartier geschlichen. Ihr Bot ist weg. What the? Wie zum Teufel konnte das passieren? Das können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Da wusste jemand genau, was er zu tun hatte. Sie haben ein beeindruckendes Stück Reltec und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. Ich übermittle sie jetzt. Ryder, hier ist Kalinda Tereff, Pelisarias. Naja, es was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet. Danken Sie ihr bitte von mir für den schicken Bot. Ich nehme an, die Reltec, die meine Crew an sich genommen hat, kann als adäquate Bezahlung betrachtet werden. Ach, und Sie müssen nicht auf meinen kroganischen Freund Krennet warten. Er und seine Banditen arbeiten für mich. Ta! Oh, verdammt, warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wir müssen mal kann ich nicht sagen, dass die Kalinda auf mein Schiff kommt? Wieso hat sie es auf sie abgesehen, Pibi? Was weiß ich? Ich bin diejenige, die verletzt wurde. Um meinen Scanner fertigzustellen, brauche ich Zugriff auf die Speichereinheit in Pog. Kalinda war schon immer anstrengend. Für einen Kick würde sie alles tun. Und wenn sich dabei auch noch Profit machen lässt, umso besser. Es tut mir leid, dass Sie in diesen Mist mit reingezogen werden, Ryder. Aber Sie müssen sich damit nicht befassen. Ich regle das schon. Versprochen. Hey, wir stehen das gemeinsam durch. Danke. Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir Pog zurückbekommen können, melde ich mich. Oh, das Miststück hat mein Bot gestohlen. Was ist eine Scheiße? Muss kurz gucken. 6% Kadara. Na geil. Nächster Schritt. Warten, bis sie Peebi wegen Pog kontaktiert. Jetzt muss ich da warten. Nein, ich will auch die Quest weitermachen. No. Na toll. Muss ich da warten. Dann kann ich das andere angehen, was ich... Geht's denn hier raus? Hier runter. Dann kann ich das andere machen, was ich in der letzten Folge mit angesprochen habe. Was soll ich denn hier mal scannen? Und zwar die Rüstung bauen, die ich schon lange vorhabe. Wo geht's denn jetzt hier zu... Hier geht's. So. Zur Tempest. Ich brauche jetzt die Rüstung. Hoffentlich finde ich jetzt die richtige, die ich mir da vorgenommen hatte. Das ist schon so lange her, dass ich das mal nachgeguckt habe, dass ich das alles schon vergessen habe inzwischen. Der Kylo lässt sich auch manchmal ganz schön Zeit mit dem Ausparken. Muss ich ein bisschen Gas geben. Miau.
Was mache ich jetzt? Joel hat gesagt, er würde sie gerne sehen. Achso, das wusste ich nicht, Suvi. Danke für die Information. Forschungszentrum. So, Forschung. Ich glaube, das war Reliktpanzerung. Erbe. Schadenswiderstand, Gesundheitsregeneration. Das war das, genau. Gucken wir mal kurz. Schadenswiderstand, Gesundheitsregeneration, Schildregeneration, Schild und Gesundheit. Gucken wir mal, was das machen, ob ich da was kombiniere. Obwohl, wenn man Rüstung kombiniert, sieht das oft scheiße aus. Man hat Schadenswiderstand die ganze Zeit und regeneriert schneller Schilde und Gesundheit und hat auch mehr Gesundheit. Ich dachte, wenn man das kombiniert, das hat jetzt keinen Set-Bonus, weil ich das sehe bei Mass Effect Andromeda, wie es manche Rollenspiele sonst haben, aber wie sieht denn das aus, wenn ich da verschiedene Sachen kombiniere? Scheiße sieht's aus, kann ich euch mal sagen. Auf jeden Fall Helm und Brustteil sollte man zusammen haben. Dann gibt's noch Beinschutz, das kann man vielleicht kombinieren. Bein und Arme. Was gibt's denn bei den anderen Kollegen so an Bein und Arm? Da gibt's Helios, was haben die so? Angara. Tech-Kräfte. Ja, nee. Cat. Von den Cat möchte ich nichts anziehen. Kampfkräfte und Waffenschaden. Kampf-Energiezellenkapazität, das nutze ich gar nicht. Kampfkräfteschaden, Waffenschaden. Der Helm sieht auch echt scheiße aus, aber Beine und Arme könnte man machen. Das wären Kampfkräfte und Waffenschaden. Helios, Panzerverteidiger. Kräfteschaden plus 2% Waffenschaden, aber auch nicht so viel. 6% Waffenschaden. Sieben und fünf, vergleiche ich das gerade mal. 15 und 6. Ah, der Helios-Panzerung ist ein komplettes Set. Das sind halt Arme, Beine schon mit dabei. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Das waren hier der Armschutz. 7 und 5, Größenwahlgrad. Und Beine auch 7 und 5. Der Helm ist hässlich, den ziehe ich so oder so nicht an. Auch 7 und 5. 8 und 5 und das, okay. Nur mal so checken. So, jetzt gucken wir uns nochmal das an. Nur zum Vergleich. Hyper Guardian. Max Gesundheit und Max. Das kann man auch ganz gut mit den Regenerationen eigentlich kombinieren, wenn man mehr Regeneration hat, aber auch bessere Base-Geschichten. 10 Max, 2 Max Schildleistung. Das ist nicht genau das Ding, was ich nicht haben wollte. Das ist eigentlich ganz cool. Die Panzerung sieht auch hübsch aus. 20% Nahkampfschaden. Ich will nicht in den Nahkampf. Das ist eine Nahkampfrüstung. Scheiße, die sieht viel besser aus als die Reliktrüstung. Das ist alles Max Gesundheit, Max Schildleistung. Und gerade der Brustpanzer hat dann irgendwie noch Nahkampfschaden drin. 20 und 10 leider. Und N7 ist Biotik. Ja. Da klingelt gerade das Telefon. Da muss ich mal rangehen. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich das fertig machen. Bis dann. Tschüss.